Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Shin Megami Tensei 5. Ja, seit dem letzten Mal habe ich die ganzen Nebenquesten im vorherigen Gebiet gemacht, zumindest so gut es möglich war. Und mir Idun freigeschaltet, indem ich die Loki-Quest gemacht habe. Jetzt habe ich sie und ich bin froh, sie im Team zu haben, weil sie hat eine irre gute Heilung, soweit ich das gesehen habe. Nämlich ihre goldenen Äpfel. Mittlere AP-Heilung bei allen und steigert auch noch alle Charakterwerte um eine Stufe. Der ultimative Healer, endlich habe ich ihn. Ja. Also... heutiges Ziel, Abszesse hier in dem Gebiet vernichten. Was hast du eigentlich für eine Nebenquest? Laternenbrennstoff. Idun braucht übrigens Level 42, um sie zu erschaffen. Deswegen hatte ich auch ein Evangelium benutzt, um mich noch ein Level höher zu boosten. Nachdem ich gesehen hatte, was die für eine Heilfähigkeit hatte, wollte ich sie halt unbedingt haben. Ja, die beiden Dinger, die konnten sie ruhig haben. Den Junkertropfen hättest du ruhig behalten können. Okay, und beim letzten Mal hatte ich noch gesehen, da oben ist Miman. Da bin ich einmal kurz hin, hab mir den markiert und nehme den natürlich mit. Und hier geben sie 8 Chlorie statt 7. Perfekt. Jetzt habe ich meinen 100. Miman. Was kriege ich dafür? Ich will wissen, was ich für meinen 100. kriege. Ein Genma-Talisman. Okay, irgendeine Fähigkeit, die mir die Genma-Gruppe bringt. Also mein Kurama Dengo zum Beispiel. Was ist das denn für eine Fähigkeit? Brauche ich ja nur in den Dengo reingucken. Ach so, Glück. Weil kritisch hatte er vorher schon. Okay. Gut zu wissen. So. Was gibt's denn hier Schönes zu verkaufen? Eine Telefonkarte, ja. Sowas wollte ich schon immer mal haben. Hallo? Was, wer bist denn du? Oh. Du bist wichtiger. Sieht mir aus wie so ein dunkler Jack Frost. Fehlt ihm nicht mehr für was. Ja, ich höre zu, was du zu sagen hast. Black Frost, also schwarzer Frost. Der einzig wahre Kaiser der Ginza. Okay, du warst früher ein Kaiser. King of Me, der Name sagt mir nichts. Okay, er will sein Gebiet zurückhaben und dafür soll ich jetzt den da drüben verkloppen, oder wie? Okay, das kleine Problemchen wäre... okay. Er verkauft doch nur Alkohol. Der Heini, der da oben wahrscheinlich steht. Oder? Ja, der Kerl, der da oben steht. Und da ganz hinten sehe ich schon die Abszesse. Okay, ich soll den da drüben verprügeln. Ich sehe noch einen Miman. Die sind ja nicht gut versteckt. Also die waren wirklich schon mal besser versteckt. Da sind Lamias, die können wir ignorieren. Die Kiste, die nehme ich mit. Noch ein Miman.
15.000 Mokko, das ist ja nett. Ich sehe was Rotes. Jetzt dir gut, Kleiner. Ah, okay, enge, dunkle Räume beruhigen ihn sogar. Okay. Ein Miman mehr. Ach, im Übrigen, auf Thema Miman. Im vorherigen Gebiet, den letzten, konnte ich deswegen nicht einsammeln. Ich habe das nämlich gegoogelt. Weil ich dafür erst eine spezielle Nebenquest brauche, die aus diesem Gebiet kommt. Weil ich muss in das Gebiet, was von dem einen Engel da versperrt wird. Hier ist nochmal eine Kiste. Hier sind drei Kisten. Nett. Lamia-Essenz. Lebensperlen habe ich natürlich auch voll. Aber eine Idun-Essenz. Von meiner Ultra-Heilerin habe ich eine Essenz bekommen. Nice. Gibt es eine Möglichkeit, dass ihr mich einfach so vorbeilasst? Die Antwort lautet wohl nein. Ich gehe mal hier jetzt runter. Weil ich habe keinen Bock, an den ganzen Narzissen da vorbeizurennen. Die habe ich in einer der Nebenquests nämlich bekämpfen müssen und die sind ultra nervig. Die sind nicht stark, die sind einfach nur nervig. Weil sie die ganze Zeit Statuseffekte nutzen. Wie zum Beispiel Verwirrung. Nein, lasst mich. Hier sind auch nochmal die gleichen Trollers. So, was reitet da rum? Ich glaube, das sind die Walküren. Ja, das sind Walküren. Was können die lieben Walküren denn? Ich will sehen. Warte mal. Hier habe ich extra auch diese Schale der Hygia gegeben. Von der Parari. Soll. So greift ihr an, okay. Oh, Blitzdrachenschlag. Die haben einen dieser Drachenschläge. Die haben meine Heilerin rumgebracht. Ihr Dreckigen. Jetzt muss ich sie wiederbeleben. Mann, dass die genau auf die Heilerin gehen, ne? Richtig mies von denen. Oh, Weißdrachenschlägen geblockt die offenbar. Autschen. Jetzt nicht auch noch den Tengu umbringen. Hä? Ich nutze jetzt einmal ein Fernrohr. Ich will erstmal wissen, gegen was die schwach sind. Gegen Windangriff. Okay. Genau den haben sie umgebracht. Jetzt vernichten die mich. Doch nicht. Hauen aber ordentlich einen Schaden raus. Okay, ich brauche meine Heilerin. Idun, komm und zeige dich. Zeig allen deine Ultra-Heilung. Die ist gerade dringend vonnöten. Golden Apfel. Ja, du bist putzig. Los, Rotkäppchen. Volle Heilung plus alle Werte hoch. Ich nutze jetzt extra ein Kraftjuwel und hoffe, dass eine umkommt. Nee, wird's nicht. Dann mache ich lieber hier magischer Spiegel bei mir. Nicht, dass die jetzt mit ihren Blitzdachen Dingsbums mich umbringen. So, Tengu, komm zurück. Du wirst gebraucht.
Der Kampf geht länger als erwartet. Ja, Mahamon, das überlebt ihr ganz gut. Aber mit einer Kraftscherbe, das mögt ihr nicht. Hau ich doch direkt noch eine raus. So, Masanma haut weg. Doch nicht. Nein, nicht nochmal changen. Megiddo! Weg mit euch. Okay, Valkyren sind als Gegner schlimm. Valkyren will ich auch nicht jeden Tag bekämpfen. Habe ich jetzt gelernt. Nein, lass mich in Ruhe, Valkyre. Hast mir schon mein halbes Team einmal umgebracht. Das reicht doch wohl. Okay, da ist eine Kiste für mich. Wird mitgenommen. Mit einer Gewaltessenz. Ich könnte mir den Himmelsdrachenschlag geben. Also mir selber. Hätte sogar recht viel Sinn. So, was denn da Großes rum? Sieht mir aus wie ein Chimäre. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich habe kein Interesse. Bist du wirklich eine Chimäre oder liege ich da falsch? Nee, bist wirklich eine Chimäre. Du bist Level 50. Das schaffe ich nicht. Meine Kameraden vielleicht, aber ich nicht. Ich würde dabei nur jämmerlich sterben. Soll ich wie hier links irgendwo hoch? Nein! Haut ab! Ich habe kein Geld für euch. Oh, da ist ein Mitama. Ich weiß, der für die Grimoires, aber trotzdem. Ich habe viel lieber die blauen. So, gegen was bist du schwach? Er ist Level 45, der ist gegen Eis schwach. Also einfach eben kurz ein Eisjuwel. Tschüss. Okay. Jetzt muss ich einmal erst... Oh, ich bin einen zu weit. Muss da hinten hin. Komme ich hier irgendwo einen höher? Ja, über das Haus wahrscheinlich. Oh, der will was Herzhaftes zu knabbern haben. Oh, Giftjuwelen, ja, habe ich. Kannst du haben. Was gibst du mir? Ein Exorzisten-Amulett. So, über das Haus? Nee. Wo käme ich sonst hoch? Ernst gemeinte Frage. Weil ich will da drüben hin. Oh, hier ist ein Glorienkristall, den kann ich mir erstmal gönnen. Mit 80 Glorie. Das war ein guter Glorienkristall. Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Würde ich mal sagen. Aber eigentlich will ich da drüben hin. Ah, ich kann hier auch hochrennen. Okay. Da hinten ist auch nochmal ein Glorienkristall. Die Kiste hole ich mir später. Ich will heute noch hier die eine Abszesse bekämpfen. War hier nicht irgendwo dieser Dionysos? Ist auf jeden Fall ein Miemann. Ich bin wieder einen Falljob gebogen. Ah, ich muss eh über die Brücke dahin, okay. Ja, dann kann ich mir die Kiste doch gönnen. Kiste, ich komme. Ich komme und rette dich.
Eine Mushu-Essenz, das sind die Viecher, die hier rumflattern. So, hier jetzt hoch. Und da ist der Typ. Ich hoffe, ich kann mit dir reden. Bevor wir uns prügeln. Ich kann mit ihm reden, okay. Ich muss ihn nicht verprügeln. Nee, muss nicht sein, Alkohol. Der Typ wirkt mir viel vernünftiger als der schwarze Frost da drüben. Ja, ich kann ihn ruhig in seine Schranken weisen. Aber nicht mehr heute. Ja, ich weiß auch, wie ich zu dem hinkomme. Zu dir wusste ich nicht, wie ich hinkomme. Eine Drachenlinienreise und einmal kurz heilen. So, wie komme ich zur anderen Abzesse da? Einfach hier drüber. Das ist schon wieder so ein komischer Reiter. Und zum Glück einer, dem ich diesmal nicht verprügeln will. Okay. Ich gehe jetzt einfach weg zu der Abzesse. Ich ignoriere jetzt die Nebenquest da. Aber den Mieman da ignoriere ich nicht, den ich gesehen habe. Wieder, ach, Gloriebär, ja! Ich mache diese Abzesse heute noch. Und wenn es das letzte ist, was ich tue. Ach nö, du schickst Valkyren nach mir, du Dreckiger. Oh, eine Naga. Eine Nagaraya, Entschuldigung. Okay, der kämpft mit Elektro. Der mag Wind und Feuer nicht. Idun behalte ich meine Gruppe, weil heilen. Das einzig Doof an ihrem Heilzauber ist, das habe ich gerade eben auch gesehen, ist, dass der verdammt viel MP kostet. Also nach Möglichkeit, wenn ich nächste Fähigkeit nutzen kann, ich hole mal eben kurz eben, weil er hat beides, Wind und Feuer, muss ich dir auch Media geben, dass sie auch so eine kleinere Auswahl hat. So, Winddrachenschlag in dein Gesicht. Ich habe keine Windfähigkeit, ne? Ich hau einfach mit Aramasa drauf. So, du machst mit Blitzen Aua. Deswegen, weil ich Blitze bei der da nicht ausstehen kann, dass die magischen Angriffe reflektiert. Nicht, dass unser Heiler jetzt am Blitzen stirbt. Autschen. Wir haben gerade doppelt, glaube ich, reflektiert. So, Aramasa! Was Besseres kann ich nie machen. Eine Heilung ist noch nicht nötig. Ich mache Makra-Dingster-Bumster. Auf Idun wieder. Ich will nicht, dass die stirbt. Die ist viel zu wertvoll dafür. Stimmt, ich hätte ja auch meinen Oma Katoki machen können. Feueratem. Aber der Feueratem bringt mehr als ein mittlerer Angriff. So, nochmal Aramasa. In der nächsten mache ich das Omakatoki. So, wenn ich schon kann. Du bist auch gegen Blitz schwach. Ich habe ja gesehen, dass er Blitz nutzt. Okay, ich glaube, hier hatte man mehr Schaden gemacht. Erstmal mich pieksen. So. Wird der 100% diese Runde sterben? Ich glaube ja. Oder?
Ne, wir nehmen kritisch, dann stirbt er 100 pro. Ich werde jedoch die Apfelfähigkeit nutzen. Zack. Goldene Apfel. Hier seht ihr, 126 MP verbraucht hat. Aber dafür ist es ein Full Heal. Feueratem. Wie ein Drachen in dein Gesicht. Ja, der stirbt heute noch. Ey. Schale der Hygia. Feuer, Tim, würde ich mal sagen. So, und der Winddrachenschlag wird's richten. Tschüss. Ja. Ich krieg dafür zweimal Ambrosia. Und was für Fähigkeiten bekomme ich? Beschwichtigung, dämonische Fähigkeiten, jawoll. Ich krieg sogar die Fähigkeiten, genau das, was ich gerade brauchen kann. Zum letzten Drachenlinienquell würde ich gerne zurück. Ich will nämlich wissen, was ist Beschwichtigung. Was ist Beschwichtigung hier? Wenn sich die Stimmung eines Dämons im Gespräch verschlechtert, verzeiht er dir manchmal. Ah, okay. Einfach nur, dass, wenn ich die bequatsche, dass bei mir besser läuft. Okay, ich kann mir einen Slot geben und ich kann dem Dämon einen Slot geben. Ich gebe dem Dämon einen Slot, weil das mehr bringt. So, die physischen Fähigkeiten kann ich natürlich jetzt bessern und die Allmachtsfähigkeiten. Aber dafür brauche ich halt auch wieder übelst viel Glorie. Ich gucke jetzt, dass ich bis zur nächsten Folge alle ein paar Fähigkeiten gebe, darunter der Heilerin Media. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen heute. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.